Es ist jetzt genau 6 Uhr morgens. Jetzt schnell duschen. Heute ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Tag. Und zwar mein bester Freund hat heute Geburtstag. Es ist nicht irgendein Geburtstag, es ist sein 18. Geburtstag. Ich bin in Stuttgart, ich lebe in Stuttgart und er wohnt in Berlin. Ich habe ihm auch einfach noch nicht gratuliert. Normalerweise, wenn jemand, mit dem ich so gut befreundet bin, Geburtstag hat, dann gratuliere ich ihm direkt um 0 Uhr nachts oder so. Und ich werde ihn jetzt auch weiterhin den ganzen Tag ignorieren. Dann fahre ich jetzt einfach nach Berlin. Das andere Ende von der Welt. Nein, das ist echt richtig weit weg und gehen so ein bisschen überraschen. Ich glaube, es wird ein cooles Video. Ich freue mich voll drauf. So, ich bin jetzt im Auto. Ich habe mittlerweile geduscht und fertig gepackt und fahre jetzt zum Bahnhof. Beziehungsweise, was ist fertig zum Bahnhof? That's it. So, Freunde, mittlerweile bin ich am Bahnhof und steige gleich in den Zug. Ich bin ganz, ganz schlecht, was Vloggen angeht, Leute. Ganz, ganz schlecht. Aber es ist ja auch eigentlich kein Vlog, sondern es geht dann gleich darum, die ganze Sache mit Keanu. Ich freue mich auf jeden Fall voll. Ich freue mich voll die Zeit. Wir sehen uns immer mal wieder, aber dann immer nur so auf dem Event für einen Tag oder so. Und jetzt bin ich dann knapp eine Woche bei ihm. Das ist schon ganz cool. Jetzt wird erstmal Zug gefahren, ganz lange. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ihr könnt auch gerne disliken. Wenn ihr ein Dislike gebt, dann sagt aber gerne warum. Dann kann ich an mir arbeiten. Ich bin mittlerweile in der U-Bahn, ich bin gleich da und Keanu hat mir gerade geschrieben, er hat mir irgendein Video geschickt, der meine Videos schneidet, ist gerade bei ihm. Er hat mir das geschickt und ich schreibe jetzt, lädt nicht, und dazu schreibe ich noch, bin gerade beim Arzt, ich schreibe dir nachher so einen auf, ne? Ja, so langsam bin ich aufgeregt. Ich bin auf jeden Fall gleich bei ihm, so 20 Minuten. Was ich gar nicht gesagt habe, ich meine, er hat heute halt seinen 18. Geburtstag und er schreibt halt mich an, ja? Und ich mache halt so einen auf, ich habe es komplett vergessen. Er schreibt mich an, ja, und ich antworte halt auch nicht, oh, happy birthday, bro, übrigens, bla bla bla, sondern ich antworte halt, ich bin gerade beim Arzt, ich schreibe dir nachher. Also als hätte ich halt seinen Geburtstag, seinen 18. Geburtstag vergessen. Bin so richtig aufgeregt, ich freue mich voll, Alter. Ich bin richtig, richtig, richtig aufgeregt. Ich muss jetzt nur noch davor gehen, direkt da ist er. Hier ist davor, dann rufe ich Paul an. Paul ist, by the way, der immer diese ganzen Videos hier großteils für euch schneidet. Kuss alle mal, Grüße an Paul in die Kommentare. Kommt hier mal alle, Hashtag Kuss an Paul. Genau. Okay, den rufe ich an. Der sagt, der filmt dann Keanu und sagt, okay, Keanu, das ist eine kleine Überraschung für dich. Der wird niemals damit rechnen, dass ich die Überraschung bin, also dass ich da bin. Weil ich wohne halt ewig weit weg. Paul filmt, wie er runterkommt. Ich werde von unten filmen und auch noch eine Kamera hinstellen. Das filmen wir jetzt. Ich stehe jetzt bei Keanu vorm Haus, also direkt dahinter mir wohnt er. Und ich rufe jetzt, ich schreibe jetzt mal Paul. Okay, Paul, diese Audio musst du dir leise anhören, weil das ist ganz privat. Und zwar geht's darum, dass ich unten vor der Tür stehe. Du gehst jetzt zu Keanu mit der Kamera. Ich bin so aufgeregt. Du gehst jetzt zu Keanu mit der Kamera und sagst, ey, Bro, ich habe eine Überraschung für dich unten. Ich will nur deine Reaktion filmen und so. Und dann, ja, hä, was, bla bla. Du sagst auch, du hast eine Überraschung für ihn. Und dann habe ich hier unten eine Kamera aufgestellt, die filmt dann so ein bisschen von außen. Dann filmst du noch und dann filme ich noch mit der Kamera in der Hand. Und dann haben wir es geschafft. Also ich bin jetzt unten. Ich schreibe noch, Keanu darf das nicht hören. Ach, Keanu darf das nicht hören. Okay, Dude. Ich sehe gar nicht, was Paul jetzt schreibt. Mein Gott, ich weiß gar nicht, was jetzt passiert. Ich muss einfach warten und hoffen, dass alles klappt. Da steht mein Handy als zweite Kamera. Paul filmt noch mit einer dritten. Wann kommen die denn? What the fuck? Was machen die denn so lange, Junge? Nathan steht jetzt oben. Und ich werde jetzt Keanu anrufen. Aber es gewinnt sich. Oh, was ist das denn für eine Scheiße, Digga? Ey, Keanu, komm mal kurz. Ja. Komm mal kurz, bitte. Was ist denn das hier vorne? Ey, Digga? Er wäre eher langweilig, wenn ich dich nur einmal pranken würde heute. Ich habe eine Überraschung für dich. Du musst dich aber einmal kurz anziehen und mit runterkommen. Was macht denn mit mir? Was ist denn mit dir los? Was erwartest du, Digga? Also, ich kann es dir nicht mal vorstellen, was es sein könnte. Ja, ich sag dir, ich bin gespannt. Brauche ich eine Hütte? Nee. Ja, dann verschreibt meine Hose. Okay, okay. Easy. Ist das jetzt ein Geschenk von irgendjemandem, oder? Ja, ist eine Überraschung von mir. Eine Überraschung, okay. Du weißt doch, Digga, du liebst doch meine Überraschungen. Du Wechsel. Das Ding ist, er filmt absichtlich, weil es für ihn unangenehm wäre, jetzt mit mir im Fahrstuhl zu sein, weil ich ihm sagen würde, Junge, was, sag mir jetzt die Überraschung, würde ich sagen. Okay. Oh mein Gott, ich höre, glaube ich, was. Oh mein Gott, ich glaube, ich höre was. Ein Stock? Ja. Das wollte ich schon immer, Bro. Ich wollte schon immer einen Stock haben. Ich hab seinen 18. Geburtstag vergessen, Junge. Ich bin gut, Alter. So geil. Niedergelegt.
Mann, ich habe extra da die Kamera aufgebaut. Wir sind gar nicht so weit gegangen. Also, ich glaube, wir sind voll geil, Alter. Ich glaub's einfach nicht, Digga. Ich freu mich sehr heftig. Todesnass. Schwul. Alter. Und ja. Er wusste. Alle wussten es. Jeder wusste, die ganze Welt wusste es. Ah ja. Und alle so, ja, wir sagen es klar. Keller ist hochgeld. Ja, was geht das von Digga? So, Freunde, ich bin jetzt mittlerweile schon einen Tag beim lieben Keanu. Er hat also nicht mehr Geburtstag. Ihr könnt natürlich trotzdem alle einmal Happy Birthday in die Kommentare kommentieren. Und haben uns jetzt dazu entschieden, einfach damit dieses Video für euch noch ein bisschen informativ und vielleicht auch noch cooler wird, als es eh schon ist, ein paar Fragen von euch zu beantworten. Ich habe auf Instagram in meiner Story gefragt, ob ihr Fragen an uns habt. Erste Frage, hattet ihr mal ein Dreier? Warte kurz. Was los? Vielleicht meint sie, dass wir zusammen schon mal ein Dreier hatten mit einem Girl. Wir beide zusammen mit einem Girl. Ja. Prinzipiell nur eigentlich. Nur. Gott, dieses Video, ne? Wow, haben wir es wieder geschafft. Ich wollte die Frage wirklich nicht reinnehmen, ich hab die einfach gerade erst gesehen. Nein, ich wollte euch fragen, warum mit Stanley Selena heißt, in Klammern krass Klassenfahrt, er ist doch mit Cheyenne zusammen. Jetzt die Frage, mach die Frage anders. Findest du, wenn man in einer Beziehung ist, darf man keine anderen Mädchen attraktiv finden? Also ich meine, in der Serie, klar, bin ich der absolute Fuckboy und da ist es schon uncool, weil ich das eben auch so zeige, aber prinzipiell, man findet ja trotzdem andere Mädchen attraktiv teilweise. Man darf das halt sagen und zeigen, man ist ja trotzdem, ne, aber man hübsch finden kann man ja trotzdem. Also auf jeden Fall, also ich finde... Also ich bin zum Beispiel, ich unterbreche dich absolut. Vielleicht ein Beispiel, ich bin halt absolut nicht schwul. Ich habe nichts gegen Schwule, aber ich bin es nicht. Und ich kann ja aber trotzdem den Typen sagen, so, Digga, der sieht schon krass aus, ne, der sieht gut aus, so, auf jeden Fall. Ohne dass ich eben irgendwie solche Gedanken habe, weil ich eben absolut gar nicht auf Männer stehe. Aber dementsprechend kann ich auch trotzdem, obwohl ich eine Freundin habe, sagen, oder andere Frauen attraktiv finden. Nee, finde ich auch so, wie mein Dad immer zu sagen gepflegt hat, gucken darf man, aber anfassen. Also Ehrenmann. An der Stelle bester Dad auf der ganzen Welt. Ja, also das ist auch eigentlich meine Meinung. Ja. Man darf gucken und so schön finden, attraktiv finden, aber wenn man in einer Beziehung ist, dann... Das ist ein Tabu. Ja, und es ist ja deine Rolle einfach in der Serie auch. Ja, voll, meine Rolle in der Serie. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das ist auch ganz cool. Das ist eine gute Frage. Wir haben uns kennengelernt, wir waren auf einem Event international. Ich weiß es gar nicht mehr. In Stuttgart, oder? Bei den Internetstars haben wir uns kennengelernt. 2016. Ja! Ja, stimmt, wir haben uns auf den Internetstars, also wir haben uns auf einem Event kennengelernt. Alter, ich wusste echt nicht mehr. Ich hätte es nicht beantworten können. Ja, auf jeden Fall, wir haben uns auf einem Event quasi kennengelernt und gut verstanden und dann... Wie lange kennen wir uns schon? Können wir auch noch beantworten direkt. Also 2016, so zwar glaube ich Anfang 2016. Das heißt jetzt fast dreieinhalb Jahre. Krass, Alter, wir kennen schon viel zu lange. Okay, jetzt darfst du Ich halte es auch langsam nicht mehr aus. Nee, mit mir ist auch geil. Was würdet ihr gerne beruflich außerhalb Social Media machen? Was würdest du außerhalb Social Media gerne machen? Also ich würde gerne immer eigentlich mit Social Media zu tun haben, außerhalb Social Media. Vielleicht kann man da irgendwann in Richtung so Betreuung einfach von Künstlern gehen oder so irgendwas. Wenn man das jetzt so richtig in Beruf umwandeln würde, würde ich vielleicht irgendwas auch in Richtung Werbung machen und sowas. So Agenturmäßig, so Werbeagentur, falls euch das was sagt. Ich wollte richtig lange, das kann ich euch nicht tun, ich wollte richtig lange Jura studieren, also Anwalt, Alter. Richtig lange. Zu viel Suits gesehen. Nee, davor tatsächlich sogar. Ich komme halt auch aus so einer Unternehmerfamilie. Meine Eltern waren immer selbstständig. Dementsprechend hätte ich irgendeine Quatschfirma gegründet. Also ich hätte wahrscheinlich angefangen mit irgendwelchen Events oder irgendwie sowas in die Richtung. Mhm. Oder irgendwelchen kleinen Ladenketten, irgendwas in die Richtung. Kannst du mir vorstellen, jetzt für irgendjemanden so richtig zu arbeiten? Also was hättet ihr lieber? Geld, aber dafür hässlich sein? Oder schön, aber dafür arm? Schön, aber dafür arm, weil mit Schönheit kann man auch Geld verdienen. Ja klar, ja, nee, sowieso. Aber das ist im Prinzip ist das Ding, man kann ja Geld sehr schnell wieder verlieren. Und ich denke, wenn man immer Geld hat, dann schätzt man das auch gar nicht. So wie wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man halt gut aussieht und kein Geld hat. Ich finde, dann ist es, glaube ich, einem wichtiger, Geld auch zu verdienen und vielleicht kann man eben mit quasi seinem Gesicht dann auch Geld verdienen. Kannst ganz schwierig richtig hässlich sein. Dir wichtig ist, gut auszusehen. Dann kann man immer irgendwie... Dann kann man sich immer irgendwie schön machen. Worauf achtet ihr bei Frauen? Ich glaube, das interessiert richtig viele. Jeder sagt zwei Sachen, die einem beim Charakter wichtig sind und zwei Sachen, die er optisch attraktiv findet. Also erste Sache, Charakter bei dir? Selbstsicherheit, würde ich sagen. Also dass das Mädchen weiß, was sie will, so? Ja. Okay, zweite Sache? Lustig sein, so. Lustig, irgendwie offen. Erste Sache, optisch, was findest du attraktiv? Dann schöne Augen. Schöne Augen, okay, zweites? Einen netten Körper, so. Einen netten Körper? Naja, was ich, also so. Wenn ihr wollt, dass ich mehr mit Keanu drehe, dann schreibt mal Sachen in die Kommentare, was ich mit ihm drehen soll. Ich bin jetzt eine Woche hier, wir können so viel drehen. Ja. Also gerne, ne? Ist aber auch so allgemein, okay. Bei mir charakteristisch das erste. Jetzt soll ich jetzt sagen, geile Titten, oder?
Also meine erste Sache charakteristisch wäre, ich weiß nicht, wiefern das Charakter ist, aber der Oberbegriff wäre intelligent sein. Aber niemand wird dumm geboren. Jeder Mensch ist ziemlich gleich intelligent, meines Erachtens. Auch also, dass man coole Gespräche macht. Dass sich dieses Mädchen wirklich für Dinge interessiert und damit auseinandersetzt, damit erstens von ihr was lernen und was mitnehmen kann in der Beziehung so. Und zweitens irgendwie, ja, irgendwie, man hat geile Gespräche, man kann sich richtig in Sachen vertiefen und man lernt voneinander. Also, dass das Mädchen sich mit verschiedenen Dingen auseinandersetzt und so. Ja, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Das zweite, was mir richtig wichtig charakteristisch ist. Ja, das zweite charakteristisch, mir fällt eigentlich gar nichts mehr ein, was mir richtig wichtig ist. Dass sie so ihre eigenen Projekte macht und richtig was in ihrem Leben macht und was aus sich macht. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne Like da lassen. Abonniert gerne meinen Channel. Sein findet ihr natürlich auch in der Infobeschreibung. Hier findet ihr eins meiner letzten Videos, das ist das N2P-Video. Das ist super, super wichtig, dass ihr euch das anschaut. Das ist ein großes Herzensprojekt von mir. Und auf der Seite kann ich ein Video von dir einfügen, dann kriegst du auch ein paar Klicks. Ja. Das ist ein Video von ihm, dann könnt ihr auch auf seinen Channel so kommen. Hier in der Mitte gerne abonnieren. Ich hoffe, man kann Videos von anderen einfügen. Ja, kann man, glaube ich. Und sonst eins von mir. Und